Liebe Studierende, herzlich willkommen zur fünften Vorlesung Organisation. Heute widmen wir uns den Aufgaben der Organisation, die sehr unterschiedlich sein können. Zum Beispiel nach dem Unternehmenszweck und auch der gewählten Strategie. Will das Unternehmen ein Pionier sein oder der kostengünstigste Anbieter? Und natürlich ergeben sich riesige Unterschiede, je nachdem, ob das Unternehmen ein Produkt oder eine Serviceleistung anbietet. Nehmen wir zwei Unternehmen, die alle kennen. Siemens und Red Bull. Die Unternehmensgröße ist sicherlich ein Unterschiedsfaktor, aber es sind natürlich auch die Produkte. Red Bull ist im Getränkebereich tätig, bekannt durch Energy Drinks. Siemens, ein Großkonzern, der vor allem Hightech-Produkte vertreibt. Die Mission von Red Bull lautet: Wir verleihen Menschen und Ideen Flügel. Die von Siemens: Wir verwirklichen, worauf es ankommt. Die Unternehmen haben sich unterschiedlichen Aufgaben verschrieben und sind in sehr verschiedenen Marktkontexten zu Hause. Dies spiegelt sich natürlich auch in der Art und Weise wider, wie diese Unternehmen organisiert sind. Wir widmen uns insbesondere den folgenden Themen. Welche organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten bestehen? Wie werden Aufgaben verteilt? Die Verteilung von Entscheidungsrechten? Also, wer kann was entscheiden? Und auch die Verteilung von Weisungsrechten. Wer hat was zu tun? Während Red Bull als GmbH unter der Leitung des Gründers firmiert, handelt es sich bei dem Unternehmen Siemens um eine börsennotierte Publikumsgesellschaft. Der Vorstand von Red Bull sieht sich als Teamchef in der flachen Hierarchie, die sich am American Football orientiert und auf Quarterback, Offensive and Defensive Line, Coach and Special Coaches setzt. Siemens ist eine börsennotierte Publikumsgesellschaft, ein Großkonzern, der vor allem in den Jahren unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser sich reorganisiert hat, um agiler zu werden. Dazu erhielten die Geschäftsbereiche mehr Eigenverantwortung und es wurde dezentralisiert. Hier wurde unter dem Slogan Kampf dem Silo-Denken versucht, unternehmensübergreifendes Denken zu fördern. Die neue Führungsmannschaft, die auf Kaeser folgt, hat allerdings angekündigt, jetzt wieder stärker zu zentralisieren, nachdem das Unternehmen auch schlanker geworden ist. Es ist also nichts beständiger als die Unbeständigkeit. Siemens ist ein Konzern, der viele Teile der jeweiligen Wertschöpfungskette, der sie arbeiten, seiner Produkte intern abdeckt. Im Gegensatz zu Red Bull. Red Bull kümmert sich um die Produktion seiner Drinks nicht selbst, sondern lagert die Herstellung der Getränke an Partner aus. Verbleibende Kernaktivität ist die Vermarktung von Red Bull. Fragen der Organisation, der Fertigung spielen für das Unternehmen entsprechend eine geringere Rolle. Die Aktivitäten der Siemens AG im Bereich der Produktion reichen von Fahrzeugen für den Schienenverkehr über Kraftwerke bis hin zu medizinischen Dienstleistungen. Das Aufgabenspektrum von Siemens ist gewaltig, aber auch von Red Bull als global operierendes Unternehmen. Ja, wie sollen die vielfältigen Aufgaben strukturiert werden? Wer kann was entscheiden und wer hat auszuführen? Genau diesen Fragen widmet sich unsere Vorlesung. Wir werden darüber sprechen, wie wir die Gesamtaufgabe eines Unternehmens in Teilaufgaben möglichst so zerstückeln und dann wieder zusammenfassen, dass sich geringe Transaktionskosten ergeben. Wir werden auch besprechen, wie diese Aufgaben verteilt und zugewiesen werden. Wer wird ausführen? Diese Entscheidungen sind notwendig und wichtig, um eine Organisation zu erschaffen, die möglichst ressourcenschonend und agil handelt, um den Unternehmenszweck und die jeweilige Mission bestmöglich zu erfüllen. Interessiert? Dann schauen Sie rein. Ich freue mich auf Sie.